In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme Davids und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem war für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit: Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jeden zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Weihnachtsgeschichte nach der Übersetzung: Hoffnung für alle. Herzlich willkommen. Christfestbar 2020 hier aus der Johann-Gerhard-Onken-Kirche. Es ist eine ganz besondere Situation, das erste Mal nicht gemeinsam Christfesta hier feiern zu können, räumlich getrennt. Bestimmt ist es für Sie seltsam, für uns auch. Und trotzdem freuen wir uns, dass dieser Gottesdienst genau so stattfinden kann. Bei einem sicher. Gott, der Herr der Welt, kommt in Jesus Christus Ihnen und uns ganz nah. Das ist ein Grund zu feiern. Das ist ein Grund zur Freude. In der Weihnachtsgeschichte, die wir eben gehört haben, klang diese Geschichte an. Das erste Lied, was Sie zu Hause gemeinsam mit uns singen können, das handelt von genau dieser Weihnachtsgeschichte, vom Geschehen in Bethlehem. Damals, vor über 2000 Jahren. Der Grund, warum wir heute hier zusammen sind.
Zu Beginn dieser Christfesper möchte ich mit Gott reden, beten und ich lade Sie ein, sich mit in dieses Gebet einzuklinken. Vielleicht tut es Ihnen gut dabei, die Hände zu falten, aufzustehen. Machen Sie das, wie es Ihnen gut tut. Gott hat versprochen, dass er hört, wenn wir reden. Ich bete. Du dreieiniger Gott, wir danken dir dafür, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Danke, dass wir ihn feiern dürfen, dass du uns Grund zur Freude und zur Hoffnung gegeben hast. Danke, dass du, der Herr der Welt, uns ganz nah gekommen bist in Jesus. Danke, dass wir das feiern dürfen. Danke auch, dass du nicht örtlich gebunden bist, sondern dort bei jedem Einzelnen bist, wo wir gerade sind. Wir bitten dich, dass wir dich in diesem Gottesdienst und darüber hinaus erleben, dass wir leben, du bist lebendig. Danke dafür, dass wir in dieser Hoffnung auf diese Verheißung hin gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Vor einiger Zeit holten wir als Familie alte Dias aus dem Schrank. Und unter anderem waren dort Dias aus unserer Kindheit. Und auf einigen dieser Winterbildern war eine reine Schneedecke zu sehen. Weiß und voller Pracht. Als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, musste ich genau an diese Bilder denken. Und ich habe mir gedacht, größer könnte dieser Kontrast an einem Heiligabend gar nicht sein. Statt weißer Pracht, grau in grau. In der Natur, da sieht im Augenblick ja nichts nach Feiern oder Freude aus. Die Bäume sind kahl, der Himmel ist grau und man versucht, so schnell es geht, wieder ins Warme zu kommen. Etwas, was diese Trostlosigkeit, dieses Grau in Grau für mich symbolisiert, ist eine solche Knolle, eine Amaryllis-Knolle. Nicht sichtbar außer Dreck und Grau, ein paar kleine Wurzeln. Und die Frage, kann daraus eigentlich etwas werden? Ist da Grund zur Hoffnung, dass wieder Farbe ins Leben hineinkommt? Hoffnung, das bestimmt diesen Gottesdienst. In der Predigt, die Pastor Frank-Erik Müller halten wird, wird es genau darum gehen. Hoffnung. Und für uns ist die Frage, wie ist es bei Ihnen? Wie ist es bei Ihnen? Wo erlebten Sie Hoffnung im vergangenen Jahr? Wir haben uns drei Fragen überlegt. Drei Fragen zum Thema Hoffnung. Drei Fragen, die Sie mit hineinnehmen können in diesen Gottesdienst. Es sind aber auch Fragen, die wir uns stellen und von denen wir uns wünschen, dass wir sie vielleicht auch von Ihnen beantwortet bekommen. Sie sehen die Fragen gleich eingeblendet. Die erste Frage ist, was hat dir im Jahr 2020 Hoffnung gemacht? Wo wurde in 2020 eine Hoffnung von dir erfüllt? Welche Hoffnung hast du für das Jahr 2021? Sie können Teil dieses Gottesdienstes sein und uns Ihre Antworten per SMS schicken. Die Telefonnummer ist eingeblendet, ich lese Ihnen aber auch noch mal vor. Es ist die 0178 604 97
2, 3. Im Laufe des Gottesdienstes werden wir Ihre Antworten vorlesen. Natürlich anonym, und nach dem Gottesdienst werden die Nummern gelöscht. Wir freuen uns auf jede Antwort, die Teil dieses Gottesdienstes sein wird. Doch nun nimmt uns Markus Gressler musikalisch weiter mit hinein in das Weihnachtsgeschehen. Vom Himmel hoch, da komme ich eher, auf der Orgel gespielt. Wenn Sie mögen, können Sie gerne mit summen oder singen. Noch achtmal schlafen, dann ist es endlich zu Ende, dieses Annus Horribilis, dieses schreckliche Jahr. Und nachweinen wird ihn wohl keiner. Nur, und die Frage sei erlaubt, was kommt dann? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wir brauchten ziemlich viel davon im Jahr 2020. Hoffentlich ist die Hoffnung bei dir, bei Ihnen noch nicht aufgebraucht. Und die diesjährige Weihnachtszeit jedenfalls, so finde ich, ist mit sehr viel Hoffnung verbunden wie je zuvor. Jetzt soll es anders sein, zumindest in den nächsten 3 Tagen. Wir sind am Ende langer Monate eines erschreckenden Jahres. Aber die dunkle Vermutung bleibt, dass dieser Krisenzustand noch lange nicht vorbei sein wird. Da nicht alle Hoffnung aufzugeben, ist eine große Kunst, gerade jetzt an Weihnachten, am Fest der Liebe und der Hoffnung. Und Hoffnung ist ja plötzlich in aller Munde. Unsere Nation hat wieder Hoffnung bekommen, fast schon kollektiv. Nur noch 2-mal schlafen, dann ist er da, der Impfstoff. Hoffnung, welch herrliches Wort, welch herrlicher Gedanke. Hoffnung heißt, die Realität zu akzeptieren und neue Möglichkeiten des Handelns zu entdecken. Aber so frage ich mich, dieses Weihnachtsfest ist so ganz anders wie schon lange nicht. Kann man hier überhaupt neue Möglichkeiten des Handelns entdecken? Stille Nacht ist ja diesmal wörtlich zu verstehen. Stumm und einsam wie noch nie zuvor ist es in vielen Wohnungen und Häusern, und statt weihnachtlicher Besinnlichkeit macht sich da eine kaum hörbare Ohnmacht breit. Begrenzte Plätze, nur noch die eingeladenen, geschlossenen Türen, das ist unsere Wirklichkeit, Weihnachten 2020. Und die Herbergen sind auch für uns geschlossen. Wir sitzen isoliert,
Wir können nicht nah beieinander sein, und ich habe den Eindruck, wir gleichen jenen Hirten auf dem Feld vor den Toren der Stadt Bethlehems. Und nun heißt es am heiligen Abend: Fürchtet euch nicht, das ruft der Engel in diese dunkle Zeit. Und wir rufen ihm entgegen: Haltet Abstand! Und Gott ruft uns zu: Ich komme jetzt. Selten hatte eine solche Botschaft es so schwer durchzudringen in unser Herz. Die stille Nacht der Geburt Jesu will uns darauf hinführen, dass Gott in diese Dunkelheit kommt, in unsere Welt, damit in den dunklen Augenblicken etwas hell wird und der Glanz Gottes erfahrbar wird. Aber, und noch einmal die Frage: Hat diese Hoffnung in diesem Jahr irgendeine Chance auf Realisierung? Wir ahnen, dass spätestens nach den Feiertagen gleich wieder neue Schreckensmeldungen kommen werden. Die Fallzahlen, von denen werden wir hören. Und ganz zu schweigen vor der Sorge um Gesundheit in der Familie, vielleicht auch des eigenen Lebens. Und ganz zu schweigen davon, dass die weltweiten ungerechten Strukturen durch die Pandemie noch sichtbarer werden, als wir es schon erlebt haben. Und mitten in unsere Stille und stumme Unsicherheit dringen Worte an unser Ohr, die von einem Traum sprechen, von einem Hoffnungstraum. Der Bibeltext aus dem Alten Testament, der Prophet Jesaja, Kapitel 11, die ersten vier Verse, möchte ich gerne lesen. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Wahrheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Gott. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Ein Traum, ein Hoffnungstraum, hier wird davon berichtet, lange vor unserer Zeit. Da hatte jemand Hoffnung in einer hoffnungslosen Situation. Die Welt des Propheten Jesaja um 600 vor Christus sah auch sehr düster aus. Der wirkliche Friede traf nicht ein und sollte noch Jahrhunderte dauern. Brutal werden die Feinde des Landes das Land einnehmen. Gewalttätige setzen sich durch und richten nach subjektiven Gefühlen. Recht und Gerechtigkeit sind vergessene Normen. Das war die Zeit damals bei Jesaja. Und jetzt träumt er von einer neuen Zeit. Aus einem Baumstumpf, einem abgehauenen Baum, treibt neues Leben. Er sieht einen neuen Anfang da, wo Hoffnungslosigkeit ist und wo die Menschen es zu der Zeit auch in keinster Weise erwartet haben. Es ist wie ein Wunder, dass aus diesem toten Holz ein grüner Trieb aus dem Stumpf wächst. Nicht aus der Mitte, sondern ganz am Rand geht er hervor. Neues Leben aus dem Tod, Symbol der Hoffnung. Hoffnung auf Recht und Gerechtigkeit nach brutalem Unrecht. Einer wird kommen, so sieht Jesaja. Auf dem ruht in ganz besonderer Weise Gottes Geist. Er wird Versöhnung bringen, er wird Frieden bringen. Er wird der Retter des Volkes sein. Er wird auch die Natur versöhnen. Wenn du später diese Texte vielleicht noch weiterliest, da ist von dem Lamm dem Rede, das bei dem Löwen wohnt. Dieser Retter wird Mensch und Tier miteinander versöhnen. Ein gewagter Traum, eine gewagte Vision des Propheten Jesaja. Und alles, was die Menschen erlebten, alles, was ihren Alltag ausmachte, alles sprach dagegen. Das war ein großer Traum für eine neue Welt. So träumte Jesaja vor rund 2600 Jahren. Und diesen Traum hat 1963 ein Mann in seiner Welt völlig neu erzählt, unter
ganz anderen Bedingungen, in einem anderen Land, erzählte er, wie der erste Erzähler, mit der gleichen Leidenschaft in seinem Herzen. Er lebte in einer Welt voller Ungerechtigkeit, voller Rassenwahn und Unterdrückung. Und genauso wie Jesaja hat er die Erfüllung seines Traumes auch nicht erlebt. I have a dream, sagte Dr. Martin Luther King am 28. August 1963 am Lincoln Memorial in Washington, D.C. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und sagen wird, wir halten es für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen werden. Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages selbst unsere Stadt in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Dann sagte er ganz am Ende, und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden, das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu bauen. So träumte Martin Luther King, der einige Jahre Phantasten, unser erster Träumer Jesaja und der zweite. Haben sie die Verbindung zur Wirklichkeit, zur Realität verloren? Ich habe den Eindruck, mit einem zu schnellen Ja sollten wir vorsichtig sein. Es könnte passieren, dass wir zu schnell, zu bescheiden werden und auf mehr verzichten, was wir eigentlich haben könnten. Die ersten Christen haben genau diesen Traum von Jesaja, von dem am Anfang die Rede war, benutzt, um anderen Menschen begreiflich zu machen, wer Jesus Christus ist. Die ersten Christen sahen diesen Traum erfüllt in Jesus von Nazareth, der Gerechtigkeit brachte und für uns heute Gerechtigkeit bringt. Sie sahen den Traum erfüllt. Und der zweite Träumer, Martin Luther King, hat dann nichts anderes getan, als sowohl Jesaja und den Traum der ersten Christen beim Wort zu nehmen, wörtlich zu nehmen. Er glaubte felsenfest daran, dass sein Traum irgendwann einmal Wahrheit wird. Und dann erleben wir im Jahr 2020, ich bekomme keine Luft mehr, 12 Minuten lang ein Schwarzer. Ich denke, der Traum von Jesaja und der Traum von Martin Luther King sind so große, starke Motivatoren auch für unser Leben. Es liegt nahe, was wir tun müssen, Weihnachten 2020, wenn wir nicht verlieren wollen, was Weihnachten bedeutet. Wir werden genauso maßlos, so scheinbar unrealistisch, so konkret träumen müssen wie diese beiden. Wir werden nicht so bescheiden sein dürfen, uns mit kleinen Illusionen eines Kindertheaters oder des Fernsehens oder eines erfüllten Weihnachtswunsches zufrieden zu sein. Nein, Weihnachten wirklich begreifen heißt, Hoffnung haben für mein Leben, Hoffnung haben für das Leben anderer, Hoffnung haben, weil Gott Mensch wurde. Wie hieß es eben noch in der Definition, hoffen heißt, die Realität zu akzeptieren und neue Möglichkeiten des Handelns zu entdecken. Ich möchte dich nochmal erinnern an unsere kleine SMS-Aktion. Schreib uns doch deine Hoffnung. Welche Hoffnung hattest du im Jahr 2020? Was hat sich für dich erfüllt? Und welche Hoffnung hast du für das neue Jahr? Ich habe Hoffnung für das neue Jahr. Warum? Weil sich schon in diesem Jahr so unglaublich viel ereignet hat. Es sind mitten in dieser Corona-geplagten Zeit so viele Weihnachtswunder seit März geschehen. So ist es beinahe unglaublich, wie viele medizinische Pflegekräfte sich über ihre Grenzen und unter der Gefahr ihres eigenen Lebens für Kranke einsetzten und auch Sterbende mit größtmöglicher Würde begleitet haben.
Es kommt einem Weihnachtswunder gleich, wie viel Solidarität entstanden ist unter Nachbarn, unter Angehörigen, in der Diakonie, in den lokalen Gemeinschaften. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich wissenschaftliche Expertinnen und Experten global zusammentun und in einer relativ kurzen Zeit einen wirkungsvollen Impfstoff entwickeln. Und sollte man nicht am Ende dieses Jahres auch jenen mal ein Dankeschön sagen, die sich in der Politik so viel geleistet haben, sich so weit nach vorne gelehnt haben? Ich denke, wir beißen uns die Zunge bei einem Danke da nicht ab. So bedrückend dieses Jahr auch war, Gott war schon immer dabei. Er kommt nicht erst heute. Er war schon da, inmitten der Schrecken der letzten Monate, Wochen und Tagen. Er war da an den Betten im Krankenhaus. Er war bei dir im Seniorenheim, dann, als du den Eindruck hattest, du seist wie in einem Gefängnis. Und er war da bei denen, die ohnmächtig und mit Sorge gesehen haben, wie viel Bosheit in dieser Welt auch in diesem Jahr sein kann. Gott ist längst schon mitten in unserer Welt angekommen. Er schenkt Menschen mitten im weltweiten Notfall seine Weisheit, seine Stärke und seine Erkenntnis. Und die Geburt Jesu, die heilige Nacht, ist die Zeit des Ankommens bei dir, bei mir, in unseren Herzen. Und dieses himmlische "Fürchtet euch nicht" ist uns längst schon zugesagt, nicht von vage, nicht von fern, sondern leise und deutlich, jetzt und für diese Zeit, mitten im kalten Winter, mitten im ganzen Leben. Paul Gerhardt bringt das in seinem Lied "Ich stehe an deiner Krippen" hier so wunderbar zum Ausdruck. Amen. Wir haben die Fragen gestellt. Was hat dir in diesem Jahr Hoffnung gegeben? Wo haben sich Hoffnungen erfüllt? Und welche Hoffnungen nimmst du mit
nehmen Sie mit in das Jahr 2021. Herzlichen Dank an alle, die uns an ihrem Leben teilhaben lassen, nehmen lassen haben. Sie wissen, was ich meine. Und das ist auch gut so. Ich lese die einzelnen Nachrichten vor. Die Hoffnung war und ist, dass die Familie gesund bleibt und weiter zusammenhält. Ich habe in diesem Jahr das Streamen gelernt und kann so Jesu Wort gemeinsam mit einem tollen Technikteam auf YouTube bereitstellen. Danke 2020. An dieser Stelle liebe Grüße an unser Technikteam. Dass wir Kaninchen bekommen haben und die Hoffnung, dass die nicht wieder sterben. Der Impfstoff macht Hoffnung. Ich hoffe für 2021 eine Rückkehr zur Normalität. Meine Hoffnung wurde erfüllt, weil wir heiraten konnten, trotz aller Corona-Umstände. Und es war genau so, wie wir es uns gewünscht haben. Einfach schön. Für 2021 hoffe ich, dass wieder Normalität einkehrt. Mir hat Hoffnung gemacht, dass die Natur mit dem Coronavirus eine Verschnaufpause hat. In mancher Hinsicht. Und dass Veränderung für uns möglich ist. Mir hat Hoffnung gemacht, dass Menschen sich füreinander engagiert haben, zum Beispiel in Nachbarschaftsinitiativen. Im Jahr 2020 hatte ich wie jedes Jahr seit langer Zeit die Hoffnung, meine Angststörung zu überwinden. Ich habe durch viele Gebete Mut und Stärke im Jahr 2020 meine Angststörung größtenteils überwunden. Und somit ist meine Hoffnung für das nächste Jahr ein Jahr voller neuer Erfahrungen, ohne Ängste zu erleben. Gott hat ein Wunder an der Gesundheit meiner Mutter getan. Nicht zu hoffen war eine Besserung ihres Zustands. Nun feiern wir den 80. Geburtstag mit neuer Hoffnung. Halleluja. Unerwartete Hilfe und Freundlichkeit. Meine Gebete haben 2020 Hoffnung gegeben und neue Wege gehen. Das hat mir auch sehr gut getan. Ich glaube nicht, dass ich schlau genug bin, zu verstehen, wozu Corona gut ist. Aber auf Gott zu vertrauen, das gibt mir Hoffnung. Mitten in einem zutiefst trostlosen Moment stieß ich im Juni auf eurem YouTube-Kanal auf die Predigt »Wie kann ich beten?« Nichts hat mir mehr Hoffnung und Trost in diesem Jahr gegeben. Dieses trägt mich in Gottvertrauen und mit der Hoffnung auf das kommende Jahr. Danke an alle und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Dass in einem Jahr voller Herausforderungen es immer wieder Momente gibt, in denen Dankbarkeit und Nächstenliebe spürbar werden. Das gibt Hoffnung fürs Jahr 2020. Vielen Dank. Das tut gut. Das tut gut zu hören, dass du erlebst, Gott ist da, mitten im Alltag, so wie es gerade eben in dieser Predigt anklang. Das gibt Hoffnung. Es ist begründeter Grund zur Hoffnung. Am Anfang, da war das Bild der Amaryllisknolle. Und die Frage, besteht wirklich Grund zur Hoffnung, dass es bunt wird?
Okay, es ist nicht die Knolle, aber es ist eine andere Amaryllis. Eine Amaryllis, die gerade jetzt in dieser Zeit blüht und Symbol für Hoffnung sein kann. Das ist Grund zur Freude. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Gott da ist. Und diese Freude, die kann zum Ausdruck gebracht werden. Jauchzen ist ein Ausdruck dieser Freude. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auch in diesem Jahr nicht auf unseren Chor verzichten müssen. Wie alle Gesangsstücke wurde das nun folgende Chorlied auch aufgenommen im Vorfeld. Der Chor unter der Leitung von Gerd Hesse hat das Stück eingesungen, Nun jauchzet all ihr Frommen. Nun jauchzet all ihr Frommen zu dieser Herrenzeit, weil unser Heil ist kommen, der Herr der Herrlichkeit. Zwar ohne stolze Pracht, doch mächtig zu auch in diesem Jahr möchten wir von dem, was wir haben, weitergeben. Hoffnung weitergeben. So könnte man auch dieses Jahr das Spendenprojekt von Brot für die Welt überschreiben. Hoffnung geben. Immer noch arbeiten rund 152 Millionen Jungen und Mädchen in der Kinderarbeit. Jedes zehnte Kind im Alter von 5 bis 17 betrifft dieses weltweit. Gemeinsam mit den Partnern setzt sich Brot für die Welt für diese Kinder ein, um ihnen Hoffnung zu geben und Schule statt Arbeit zu ermöglichen. Der folgende Film nimmt uns mit hinein in diese Arbeit auf den Philippinen. Verboten ist. Die bittere Armut der Menschen auf den Philippinen führt dazu, dass jede fünfte Familie zum Überleben auf die Arbeit ihrer Kinder angewiesen ist. Auch Glendalyn Oxinia musste einst die Schule abbrechen, um auf den Zuckerrohrfeldern zu arbeiten. Am Anfang bin ich parallel dazu noch zur Schule gegangen, aber die Armut hat mich zum Abbruch gezwungen. Die Schule war zu weit entfernt und der Transport dorthin zu teuer.
Heute arbeitet sie als Dozentin für unsere Partnerorganisation und betreut Jugendliche dabei, ihren Abschluss nachholen zu können. Ich bin dankbar dafür, dass ich für die Schüler nun ein Vorbild sein und sie motivieren kann, einen Schulabschluss zu machen. Die 24-Jährige weiß, wovon sie spricht, denn der Förderunterricht markierte einen Wendepunkt in ihrem Leben. Gemeinsam arbeiten wir dafür, dass die Kinder eine Chance auf ein besseres Leben haben. Spenden auch Sie für die Zukunft der Kinder. Danke. Über unseren nun eingeblendeten QR-Code oder auch über unsere Homepage können Sie für Brot für die Welt und die Projekte auf den Philippinen spenden. Alle Spenden gehen zu 100% an Brot für die Welt. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen im Namen der Kinder herzlich. Aber wir können nicht nur spenden. Wir können die Kinder und ihre Familien begleiten im Gebet. Und das möchte ich jetzt auch tun und lade Sie ein, dieses Gebet mitzubeten. Ich bete. Du dreieiniger Gott, manchmal stehen wir vor Situationen und Herausforderungen, vor Ungerechtigkeit und Fragen, für die wir kaum Worte finden. Wir sehen das Elend in der Welt und sind so machtlos. Wir danken dir dafür, dass du dort bist. Dass du dort bist, wo Kinder arbeiten, wo Kinder und Familien, junge und alte, hoffnungslos sind. Wir danken dir dafür, dass du Hoffnung schenkst und danke dafür, dass es Menschen gibt, die sich ganz praktisch für das Wohl anderer einsetzen. Wir bitten dich für die Projekte weltweit, die Kinder und Familien unterstützen, um ihnen Hoffnung zu geben, dass Kinder einen Schulabschluss haben können. Wir danken dir aber auch, dass du dort bist, wo wir gerade sind, wo auch in unserem Land Hoffnungslosigkeit herrscht. Danke dafür, dass du da mit deiner lebendigen Hoffnung hineinwirken möchtest. Wir bitten dich, dass wir das wahrnehmen, dass wir dich wahrnehmen und bitten dich für uns, für die Kinder und Familien auf den Philippinen, und dort, wo Menschen in Not sind, dass du ihnen beistehst. Danke für das, was du uns gibst. Und danke, dass wir davon weitergeben dürfen. Amen. Familien und Kinder aus unseren Grindelkids, unserer wöchentlichen Gruppe, die im Normalfall jeden Dienstag hier stattfindet, haben in diesem Jahr auch ein Krippenspiel vorbereitet. Aus bekanntem Anlass können wir es nicht hier vorne vorspielen. Aber Sie, du hast die Möglichkeit, dir dieses Krippenspiel im Rahmen des Familienweihnachtsgottesdienstes auf unserer Homepage und über den YouTube-Kanal anzuschauen. Wir wünschen dir viel Freude dabei und allen Kindern und Familien, allen Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön für eure Mitarbeit. Am kommenden Sonntag feiern wir unseren Jahresabschlussgottesdienst. Wir wollen zurückblicken, was das Jahr uns gegeben hat. Und mehr von dieser Hoffnung hören, die Gott hat. Herzliche Einladung zu diesem Jahresabschlussgottesdienst am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr auch auf unserem YouTube-Kanal und über unsere Homepage. Wir hören nun ein Instrumentalstück, gespielt von Markus Kressler. Danach wird uns Frank-Erik Müller unter den Segen Gottes stellen, den Segen Gottes für uns erbeten. Und wir dürften gemeinsam zum Abschluss O du Fröhliche singen. Musik.
liegt an dir, es liegt an uns, wie wir dieses Weihnachtsfest 2020 feiern. Es möge ein besonderes Fest werden in einem besonderen Jahr. Es möge ein besonderes Fest werden, das nachhaltig, ganz positiv in Erinnerung bleibt. Es liegt an uns, wie wir es feiern. Für mich ist es das letzte Weihnachten hier in Hamburg. Und meine Frau und ich werden uns erinnern an diese wunderbare Zeit, die wir erleben und noch erleben hier in dieser Gemeinde. Und vielleicht gehen deine Gedanken vielleicht ja auch zurück über das Jahr 2020 weiter hinein in deine Vergangenheit. Und wenn du alleine bist, gibt es Telefon. Ruf doch jemanden an. Und wenn ihr zu zweit seid, erzählt euch in Frieden über das, was ihr erlebt habt. Und wenn ihr als Familie miteinander dieses Jahr Weihnachten feiern könnt, dann freut euch, denn nicht viele erleben das in dieser Form in diesem Jahr. Es liegt an uns, wie wir Weihnachten feiern. Ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass ihr träumt von der Zukunft und von dem, dass es besser werden kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und Jesus Christus, unserem Herrn. Gott segne dich, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn wir gleich das Lied miteinander singen, wenn du mitsingen möchtest, wenn sie mitsingen wollen, O du Fröhliche, dann ist das ein Lied, das ja die Christenheit verbindet. Ich las eben noch von einer ganz fantastischen Aktion der Kirchen in Leipzig. Gottesdienste sind auch dort nicht möglich oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Aber sie haben sich zusammengetan mit dem Gedanken, um 18 Uhr, egal wo Menschen sich in dieser Stadt aufhalten, genau um Punkt 18 Uhr dieses Lied zu singen, O du Fröhliche. Auch das ist eine tolle Idee und vielleicht machst du mit. Ich bin dabei. Ein Lied, das auch die Menschen verbindet. Gott befohlen. Alles Gute euch, eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit 2020. Oh, du selige Gnade.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We want to wish you a
you.